Ufer quasi, ne? Also ja, der hat sich verirrt ein bisschen. Naja. Auf jeden Fall ordentlich hingepilgert. Es geht auch direkt los. Wir starten auf Small Battlefield. Oh! Und direkt ein Command Grab hier von Squadron. Oh, da wird ganz entspannt gemeint, aber ich glaube, wir hören noch Spotify. Ja. Jetzt perfekt. Oh, aber sehr viel Damage hier direkt von Squallen mit Bowser. Oh, so viele Command Grabs und das sind 89% hier gerade auf Steve. Ah, du siehst, das ist schon schmerzhaft hier gerade. Man hat nicht wirklich viel Kontrolle gerade auf Bastis Seiten. Das sind aber auch insane Command Grabs. Das Gute an Command Grabs ist halt, dass man sie in der Luft schon starten kann. Ja. Die normalen Grabs kann man nur am Boden machen. Oh, jetzt haben wir hier eine schöne Kombo. Squallen macht das sehr... sehr gut mit den Fast Falls und den Command Grabs. Ja. Darauf kann man kaum reagieren. Gerade bei Bowser hat man halt auch Angst, dass man getroffen wird, weil es einfach so viel Damage ist direkt. Aber man sieht jetzt hier, da wird schon gut gegen getradet, auch Bowser jetzt mit... Oh. Wow. Und der erste Stock geht tatsächlich an ihn. Stock verloren. Ja. Oh, oh, oh. Ist wieder eine schöne Kombo hier. Guter traded Damage hier gerade. Ja, tradet gut Prozente schon wieder rein. Schöner DI. Jetzt gerade noch am Leben. Oh, das war riskant von Squallen, kommt aber wieder hoch. Er will natürlich diesen Kill jetzt haben. Ja. Und das ist der Uptick. Da ist der Ausgleich jetzt. Hast eben 49%, aber auch schon wieder kassiert. Das heißt, noch ein bisschen im Nachteil, aber noch nicht Game Losing. Nein, absolut nicht. Das geht bei Bowser ganz schnell. Allerdings Steve auf jeden Fall auch ein ein Charakter, an den es auf jeden Fall nicht leicht ist, ranzukommen. Von daher müssen wir mal schauen, wie Squallen das hier anstellt. Hier kommen mal schon die Setups von Ian. Und die Explosion. Oh. Easy überlebt tatsächlich. Und direkt die nächste. Ja, man sieht 150% Schaden. Der fliegt schon ganz schön gut, der Junge. Oh, ja, das Minecart. Super strong. Ian hat auf jeden Fall sehr viel Metall, also Stahl. Ja. Die Ressourcen sind sehr, sehr wichtig für Steve. Also gerade eben Eisen, wegen dem Minecart. Diamond Schwert ist auch... wow. F-Smash. Straight up einfach F-Smash. Hat er sehr gut gemacht. Hätte er den Stock verloren, hätte er kein Diamond Schwert oder Diamond Tools mehr gehabt. Ja. Und das hätte nochmal ganz anders ausgehen können. Starkes Comeback von Ian auf jeden Fall. Ja. Nach dem ersten Stock sah es eigentlich nicht so aus, als ob er sich das einfach so holt. Aber es war ein solider 2-Stock. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen, was die beiden Charaktere machen wollen. Was ist Bowsers Ziel sozusagen im Combat und was ist Steves Ziel? Genau, also Bowser ist natürlich einfach ein sehr schwerer Charakter. Ja. Ein Charakter, der extrem hart reinhaut, der aber auch sehr schnell ist. Ja. Und man darf bei Bowser auch nicht vergessen, dass er Tough Guy Armor hat. Das heißt, kleine Hits hitten ihn nicht. Er kann da einfach durchhauen. Ja. Und er möchte möglichst einfach lange leben. Er möchte früh Kills bekommen. Er hat auch ein Grab-Setup, das killen kann. Und Steve möchte eben so passiv wie möglich spielen. So. Oh, sehr gut von Squallen. Einfach direkt hinterher. Normalerweise ist die Wall of Death immer sehr, sehr schwierig für Charaktere, weil man predictable wird, sobald die Wall da ist. Ja. Natürlich springt man dann rüber. Oh, oh, das ist ein SD. Ah, ja, schade. Das ist schade. Oh. Mal schauen, ob Squallen das hier jetzt immer noch ausgleichen kann. Jetzt gerade sieht es sehr schwierig aus. Und natürlich ist Bowser durch seine Größe auch ein Combo-Opfer. Steve möchte da natürlich die Combos so weit wie möglich machen. Ja. Und Bowser in Situationen bringen, die er nicht mag, so wie diese. Gerade auf der Wand drauf. Geht natürlich weg, farmt so viel er kann. Ja. Und versucht ein Opening zu kriegen dadurch. Ah, das war erstmal eine schöne Kombo jetzt. 140% auf dem Steve drauf. Oh. Okay, Squadron kommt aus dem Minecart raus. Ist jetzt aber offstage. Ah, das Setup. Sitzt schon wieder. Er wird aber auch fleißig reingefahren. Ja, das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt Ian auf dem Steve sehe. Ja. Er hat gesagt, sein Ziel ist Top 3. Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall möglich. Davor war der... Boah, ich muss husten, ey. Also er war immer schon ein Charakter, der ein Spieler, der viele Charaktere hatte. Mhm. Die er irgendwie relativ oft spielt. Einfach auch schaut, wer ihm gerade liegt.
sein bester Charakter für lange Zeit war auf jeden Fall Pokémon-Trainer. Stimmt. Haben wir, glaube ich, auch gesehen. Ja, genau, genau. Mehrfach. Öfter mal. Oh, das sollte ein Kill sein. Ja, ja, easy. Okay, aber noch zwei Stocks. Das wird natürlich schwierig. Die Diamond Axe ist draußen. Ja. Ah, man sieht schon, der Bowser kassiert hier schon ordentlich und hat wirklich Probleme, wieder on Stage zu kommen. Ja, und man hat auf jeden Fall auch gesehen, sowas Bread and Butter für Steve ist, dass er halt das Minecart losschickt, ja, der Gegner drüber springt. Oh, oh, das war jetzt schön an der Edge. Kill und 150% hier gerade. Mal ja, gucken. Oh, oh, aber die Backer. Mhm. Ey, das hätte schon noch ein Comeback werden können, doch. Das war tatsächlich knapp. Hinten raus. Aber Ian dann doch mit einem 2:0. Ganz solide zu Ende gespielt. Ja.